wenn ich ab und zu mal ins Englische schlüpfe, verzeihen Sie mir. Ich möchte einfach so drei starke Kräfte, die ich glaube, dass sie die Zeit jetzt prägen, die Atmosphäre, das Gefühl, das Aussehen und letztlich auch das Design von Städten. Und das ist abgesehen von Fragen, die wir alle kennen, wie Klimawandel und so weiter, die sind natürlich ungeheuer wichtig. Das erste ist irgendwie die immensen und immersiven Auswirkungen der Digitalisierung, die gerade erst richtig begonnen hat, meiner Meinung nach, und sich in ihrer ganzen Fülle noch entfalten wird. Und das verändert natürlich, wie die Stadt funktioniert, wie sie aussieht und so weiter. Wenn Airbnb die größte Hotelkette der Welt ist, ohne Hotelzimmer, wenn Uber das größte Taxiunternehmen ist, ohne eigene Taxis zu haben, wenn Facebook der größte Mediaproduzent ist, ohne die eigene Produktion zu haben, dann wissen wir natürlich, dass die Welt sich verändert hat. Und um jetzt schnell ins Englische zu schlüpfen, in times of dramatic transformation, it takes a while for a coherent worldview to develop, especially now that we know we're in the midst of redesigning the world and all its systems, legally, morally, socially, culturally, economically, and so on. Dann ist noch das Zweite und für mich sehr Wichtige, irgendwie das Gleichgewicht zwischen dem Sozialen und dem Tribal Self, das Stammesgefühl, the Tribal Self. Diese zwei Sachen sind irgendwie idealerweise in einem Gleichgewicht. Und dieses Tribal Self ist meiner Meinung nach so tief in unserem Bewusstsein eingegraben. Und wenn wir uns in unsere Umgebung wohlfühlen, soweit ich das erkenne, und Sachen nicht zu sehr überwältigend sind, diese Wechsel, diese Transformation und so weiter, sind unsere sozialen Instinkte präsenter. Wir sind offener im Allgemeinen. Wenn wir uns im Gegenteil unsicher fühlen, dann rückt dieses Tribal Self einfach in den Vordergrund. Und es gibt natürlich in dieser ganzen Situation eine tiefe Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Aber wie sie sich entfaltet und ausdrückt, hängt vom Kontext ab. In dem einen öffnen wir uns und fühlen uns als Teil eines größeren Ganzen und in dem anderen schließen wir uns ab und wollen nur das Bekannte, das wir schon kennen, the predictable und so weiter. Und ich habe das Gefühl und die Angst, gut, schlecht, die Stadt in der Zukunft, dass mehr und mehr geschlossene Gemeinden sich entwickeln werden. Und es ist natürlich, wenn das Sicherheitsdenken irgendwie wächst, hat man irgendwie das Gefühl, dass man sich einschränken muss. Und das ist natürlich auch dann eine Frage des Städtebaus. Und die dritte Sache ist natürlich, und da habe ich das Buch geschrieben, The Civic City in a Nomadic World, geht es darum, dass die Welt in Bewegung ist. Die Welt ist in Bewegung, die Stadt ist in Bewegung, weil sie sich ständig erneuert. Und da kommt es darauf an, wo sind dann die Zonen der Begegnung in der Stadt? Und was sind und wo sind die Plätze, wo man eine gewisse Empathie gegen den anderen hat? Und diese Bewegung ist ungeheuerlich. Man sagt, dass vielleicht 1 Billion der 7 Billionen Leute, die jetzt in Bewegung sind, 80 Millionen sind Flüchtlinge, aber Leute bewegen sich zur Arbeit, zum Vergnügen, als Touristen in vieler Art und Weise und sie bewegen sich aus den schwächeren Städten, kleineren Städten in die größeren hinein. Aber auch Waren bewegen sich mit unerbittlicher Geschwindigkeit. Kriminalität bewegt sich durch die ganze Welt. Geld bewegt sich in Nanosekunden durch die Welt und man kann dreimal durch die Welt fliegen in 3 Sekunden, wenn es ums Geld geht. Und diese Bewegung kann sehr verwirrend sein. Aber das Wichtigste vielleicht ist, die Realität sich selbst bewegt. Irgendwie die Sache mit dem Virtuellen und dem Realen ist natürlich ungeheuer interessant auf der einen Art und Weise, auf der anderen vielleicht nicht so. Aber eine andere Sache mit der Bewegung ist, dass wir immer schneller laufen angeblich. Die schnellsten Läufer sind angeblich in Singapur. Die langsamsten sind, ich weiß nicht wo, aber wir essen angeblich schneller. Hongkong hat den Weltrekord für Schnellessen. Ich weiß auch nicht, ob das die Wirklichkeit ist, aber das sagt man.
Und dies ist natürlich aufregend für manche Leute und weniger und beängstigend für andere. Und die Idee des Eigentums ist natürlich auch im Wandel. Das bewegt sich auch. Wir teilen nicht, weil wir einfach irgendwie durchgeblickt haben, dass Besitz nicht alles ist. Es begann mit Fahrrädern, dann Autos, dann Lastwagen, dann Werkzeugen, dann Wohnungen und so weiter. Und Besitzen macht oft keinen Sinn, wenn wir ja im Allgemeinen nur 10% der Zeit die Sachen benutzen. Ein Hammer, wie oft benutzt man einen Hammer? Ich weiß auch nicht, wie oft, aber nicht jeden Tag, hoffentlich wenigstens. Und da ist eine Mischung des Sozialen und des Ökonomischen zur gleichen Zeit, das irgendwie sich auswirkt. Und dies alles ändert das Gefühl von Place, Space and Time. Und diese Veränderung von Place, Space and Time ist eigentlich sehr dramatisch. Wir können zum Beispiel ein dummes Beispiel, Zifferblatt, ein Café aus Moskau, da trinkt man Kaffee und hat Gebäck und so weiter und so weiter, aber man zahlt nicht für den Kaffee oder das Gebäck. Natürlich zahlt man nur für die Zeit. Und mehr Sachen, die irgendwie Transaktionen, die wir haben, gehen um Zeit, nicht um Geld. Oder der Nenner ist die Zeit. Und die Menschen werden dann natürlich auch, Büros bewegen sich natürlich, you know, Coworking Spaces ist auch ein Beispiel von dieser gleichen Sache. Und deshalb werden die Menschen meiner Meinung nach immer mehr Zwischenräume suchen. Third Spaces, wie Ray Oldenburg das genannt hat in den 90er Jahren. Und die Leute werden natürlich auch innerhalb dessen natürlich Gemeinschaftsgefühle suchen. Manche von diesen sind zu exklusiv vielleicht, sehr exklusiv, typischerweise Soho House. What a cliche, Soho, never call anything Soho, brackets closed. Wo man angeblich nur, als ich da war, konnte man nur Englisch sprechen. Ich meine, die können ein bisschen Deutsch probieren. Ich meine, ich weiß nicht. Aber das ist eine Art von Exklusivität, die eigentlich etwas gefährlich ist, meiner Meinung nach. Aber das große Aber, das Aber, ist, wenn alles in Bewegung ist, wo sind wir verankert? Wenn Flexibilität, Fluidität oder hier Liquid, Sigmund Bauman, the Liquid Modern, wenn das irgendwie die Hauptsache ist, where am I anchored? Und wie schaffen wir, und im Deutschen klingt das Wort für mich nicht richtig, eine bürgerliche Stadt in einer nomadischen Welt? Das klingt ein bisschen zu bourgeois für mich irgendwie. Das sind nicht wir alle. Deswegen benutze ich das englische Wort civic in diesem Sinne, weil im Englischen jetzt es eine etwas andere Bedeutung hat. Und das bedeutet im Wesentlichen einfach beteiligt zu sein in der Stadt, irgendwie mit Leuten irgendwie einen Zusammenhang zu haben. Das muss nicht politisch sein, das kann formell, informell sein und so weiter. Und es kann sein, dass man einfach ein bisschen mit Menschen so spricht, etc., etc. Und viele der Begegnungen sind natürlich absolut trivial. Die fangen an in einer ganz trivialen Weise, irgendwie, kann ich Ihnen helfen, wie heißt Ihr Hund oder irgend sowas ähnliches. Rex, wie heißt der Hund hier? Typischerweise Rex, Waldi, nein, hoffentlich sind da neue Hundenamen. Anyway, oder es kann auch natürlich Leute auf der Straße, im Supermarkt und der Nachbarschaft. Und letztlich, vielleicht wachsen diese Sachen zu etwas Größerem, dass man am Schluss dann sagen könnte, das ist eine Gemeinschaft. Und das ist natürlich auch eine Designfrage. Wie kann man ein Stadtgefüge herstellen, wo dies alles ermöglicht wird, diese Zusammenhänge, diese Connections? Und ich will nicht sagen, ich sage das nur im Englischen jetzt, by the way, I'm not saying we all need to love each other, but we just need to be able to be in a shared space and feel okay. Because I believe meaning comes from connection, the multiple connections that we have. Ein gutes Beispiel ist hier in Berlin, da habe ich den Mann getroffen, das heißt nebenan.de, das ist ein Nachbarschaftsnetzwerk, ich glaube Deutschlands größtes. Wo man sich tauschen kann, helfen kann, Sachen verschenken kann und so weiter und so weiter. Und letztlich wird dann eine aktive Nachbarschaft im Kiez irgendwie hergestellt.
Also, so haben wir diese Stadt in Bewegung. Und ich glaube, es ist nicht nur um Hipsters geht. Denn wenn man zuerst darüber nachdenkt, denkt man, es sind immer nur die Leute, ich weiß nicht, wie diese Cafés heißen. If you look at Nomad List in irgendwie Facebook oder sowas, da sagen sie, have you seen the latest place where I can have a cafe in Prenzlauer Berg? It's only €1 an hour. Nein, nein, das ist natürlich ein Teil dieser ganzen Sache. Aber es geht viel weiter, meiner Meinung nach. Aber wir müssen auch letztlich einfach Städte unterscheiden. Denn die Dynamik dieser Wirbelstädte, oder wie sagt man, wo die so einen Zug haben, Vortex-City, Berlin ist ein Vortex-City, Amsterdam, Lisbon und so weiter. Diese Städte haben eine andere Dynamik als die anderen. Null. Shit, I'll stop. Nein, I'll stop. Drei Sachen noch. Drei Hauptprobleme sind die Erschwinglichkeit, die Kluft zwischen Arm und Reich und dass die Touristen die Stadt überwältigen. Und wir müssen dann mit dem Markt und auch gegen den Markt gehen, vielleicht, um das zu lösen.